Haben Narzissten Liebeskummer? Ex-Partner narzisstischer Beziehungen leiden oft sehr unter Liebeskummer nach einer Trennung. Trotz emotionalem Missbrauch empfinden sie Sehnsucht und Trauer. Viele fragen sich, ob ein Narzisst auch etwas in dieser Richtung spürt nach einer Trennung. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, bitte ich dich um dein Like, Abo dieses Kanals. Es hilft bei der Verbreitung dieses Videos und könnte anderen Menschen helfen, Narzissmus zu erkennen und somit möglichen Schaden durch narzisstischen Missbrauch von sich abzuwenden. Zunächst einmal wird man nach außen gar nichts sehen. Ganz so, wie er sich in seinen Glanzzeiten zeigt, wenn alles nach seinen Vorstellungen läuft, wird ein Narzisst sich auch in Lebensphasen der Öffentlichkeit präsentieren, in denen nicht alles nach Plan läuft. Er kann und will sich keine Schwächen leisten, schließlich hat er ein Image zu bewahren. Das Image des Unbesiegbaren. Das Gewinnerlächeln wird er also in der Öffentlichkeit immer zeigen und sei es auch noch so frostig, wie bei mir im Wohnzimmer gerade, wo die Heizung ausgefallen ist. Auch eine Unterhaltung meistert er spielend, selbst in Bezug auf die zu Ende gehende Partnerschaft. Er wird lächelnd sagen, ja, der Partner hatte überzogene Forderungen, an die ihn oder dass er die Beziehung retten wollte, aber sein Partner hatte jemand anderen, auch wenn das nicht stimmt. Opfer oder Held, etwas anderes gibt es nicht für einen Narzissten. Kein Grau, nur Schwarz oder Weiß. Selbst wenn er verletzt ist, das ist der Fall, sollte der Partner die Beziehung beendet haben, auch dann zeigt er keine Schwäche nach außen, zumindest nicht bei Unbeteiligten, sprich Freunden oder Bekannten. Gerade für den Fall, dass der Partner die Beziehung beendet hat, ist ein Narzisst gekränkt. Er wird sich dann in Phasen, in denen er keine neue Zufuhrquelle hat, mit Flirten auf Partnerportalen ablenken und seinen Frust vielleicht mit Alkohol betäuben. Wir sprechen hier also nicht von Liebeskummer, sondern von narzisstischer Kränkung, wohlgemerkt. Und sprachen wir bisher von seiner Coolheit in Sachen Trennung, so gibt es auch die Opferrolle, in die ein Narzisst schlüpfen kann. Selbst grandiose Narzissten wechseln hin und wieder die Rollen. Doch ein Narzisst wäre keiner, würde er nicht auch diese Rolle perfekt ausfüllen. Auf melodramatische Art wird er dann in Selbstmitleid versinken. Nicht ohne dies die ehemaligen gemeinsamen Bekannten spüren zu lassen. Er wurde betrogen, er wurde verlassen. Hinterhältig und heimtückisch hat sich der Ex-Partner aus dem Staub gemacht. Das wird er jedenfalls gemeinsamen Freunden dann mitteilen, um diese damit auf seine Seite zu ziehen. Der grandiose Schauspieler verfällt dann in ein unbeschreibliches Leid und jeder, der es sieht, wird seinen Ex-Partner verfluchen und sich auf die Seite des Narzissten stellen. Und auch das bringt ihm wiederum Zufuhr. Doch er kann mit der Opfertour auch einen anderen Plan verfolgen. Er kann durchaus traurige Bilder von sich auf Social Media veröffentlichen, in der Hoffnung, dass der Ex-Partner diese sieht. Nicht wenige Ex sind dann von Mitleid ergriffen und glauben, der narzisstische Ex leide wirklich so sehr. Sie ringen dann mit ihren Emotionen, ob es nicht doch ein Fehler war, ihn zu verlassen. Und nun schnappt die Falle zu. Wir sprachen bereits von der narzisstischen Kränkung, die ihn ereilt, sollte er vom Partner verlassen werden. Ein Narzisst kann diese Schmach nicht auf sich sitzen lassen. Er, der doch so unwiderstehlich und unfehlbar ist, einen Menschen wie ihn, verlässt man doch nicht so einfach. Wenn einer die Trennung ausspricht, dann kann nur er das tun. Gut,
Nehmen wir an, er spielte die Opferrolle so perfekt, dass der Ex-Partner von Mitleid ergriffen sich wieder bei ihm meldet. Wahrscheinlich ist es nicht nur Mitleid, sondern der Ex-Partner glaubt nun auch, der Narzisst müsse ihn lieben, denn sonst würde dieser ja nicht so sehr trauern. Also meldet er sich wieder bei ihm. Bingo! Nun kann er seinen Racheplan ausführen. Mit etwas Lovebombing ufert er sich zurück in die Beziehung. Nur um ein paar Wochen später, wenn also so glücklich und toll alles aussieht, nur um dann von jetzt auf gleich Schluss zu machen. Die Schmerzen beim Partner werden dann nahezu unerträglich sein, verständlicherweise. Dieser ließ sich zurück in die Beziehung hufern, weil er an die Liebe glaubte und muss nun bitte erfahren, was es heißt, mit einem Narzissten liiert zu sein. Mit dieser gemeinen Racheaktion befriedigt er sein Ego. Für ihn ist alles ein Spiel, selbst die Liebe. Und das hat er nun gewonnen, so wie er es sieht. Egal auf welche Weise, ein Narzisst benötigt Zufuhr. Entweder dadurch, dass er sein Rachespiel gewinnt, oder dadurch, dass alle Bekannten den bösen Ex-Partner verdammen. Und sollten alle seine Pläne in dieser Richtung nicht erfolgreich sein, kann die Kränkung verstärkt werden und in narzisstische Wut umschlagen. Dann kann es auch gefährlich werden und dann setzt er alles auf die Zerstörung seines Ex-Partners in beruflicher und privater Hinsicht. Doch darüber sprachen wir bereits in einem anderen Video. Es bleibt festzuhalten, dass Narzissten keinen Liebeskummer im herkömmlichen Sinne haben. Sie fühlen sich in ihrem Selbstwert angegriffen, wenn sie verlassen werden. Und den gilt es mit neuer Zufuhr schnellstens wieder aufzubauen. Das geht über Mitleid oder Bewunderung durch Dritte oder durch seine Liebesrache mit dem Zurückholen, nur um kurz darauf Selbstschluss zu machen. Hauptsache Zufuhr, der Selbstwert muss reguliert werden. Er mag sich nach einer Trennung unwohl fühlen. Vielleicht ist dies das richtige Wort. Liebeskummer ist es nicht, denn er weiß nicht, was echte Liebe ist mit tiefen Emotionen und wie sich diese anfühlt. Er ist sich aber eines ganz sicher, dass dieses Unwohlsein, wie immer, die Schuld, die alleinige Schuld seines Ex-Partners ist. Einen eigenen Anteil daran vermag er nicht zu erkennen. Dazu ist er zu großartig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Es hilft nicht nur unserer Community, sondern auch beim Verbreiten dieses Videos. Somit anderen beim Erkennen von Narzissmus. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.